Das Berneck-Tal. Erste Station ist die Ruine Berneck gegenüber der Teufelsküche. Weiter geht es zu interessanten Felsformationen. Bearbeitete Granitsteine liegen verstreut am steilen Hang, wo sich auch, ich nenne ihn mal, der Bildstein befindet. Am Ende schauen wir uns noch die Falkensteiner Kapelle an. Ich bin hier bei der Ruine Berneck. Mauerreste. Über die Geschichte der Burg Berneck ist nur wenig bekannt. Vermutliche Erbauung der Anlage Ende 12. Anfang 13. Jahrhundert. Erhalten sind noch Mauerreste am Eingang der Burganlage sowie Mauern zum Tal hin. Heute stehe ich hier inmitten der Ruine. Da hat es ein Mauerwerk. Hier auch. Also ein bearbeiteter Sandsteinblock. Auch hier Mauerreste, zieht sich bis hoch. Schau, interessante Formation.
Schaut mal hier. Das macht doch den Eindruck einer gigantischen Mauer. Richtige Zyklopenmauer. Auch schön gerade gesetzt. Hat was von einer Polygonalmauer. Das hier ist interessant. So sternförmig. So, wegen diesem Stein bin ich eigentlich hier. Der ist sehr interessant. Das sieht auf jeden Fall bearbeitet aus. Wie so ein sitzender Mensch hat man hier den Eindruck. Hier die geknickten Füße. Sitzt in der Hocke. Natürlich fehlt da schon was. Der ist echt interessant. Und der Baum hat hier auch ein Muster. Das wäre wahrscheinlich ein besonderer Platz. Da sieht man schön, wie der Block hier auf dem drauf sitzt. Schaut euch das Ding an, von hier. Wahnsinn.
Und da liegt auch so ein Trümmerstück. Hier stand mal was. Auf jeden Fall. So wie das aussieht. Wie gesetzt. Interessant, ha? Als ob man hier was rausgeholt hätte. Ganz da oben ist dieser markante Stein. Da liegen noch weitere. Wie gesetzt, ha? Und da steht auch ein interessanter Stein. Das ist auch ein großer Stein.
Wahnsinn. Naja, der Schwarzwald. Mythen und Legenden. Allerorts. Und hier sieht man richtig schön das Mauerwerk von der Ruine Berneck. So, jetzt fahre ich gerade zurück durchs Bernecktal. Ja, und hier ist die Teufelsküche. Das sieht so spannend aus. Teufelsküche im Bernecktal, der von der Schramberger Heimatdichterin Emma Haser die Gedichtzeilen gewidmet sind. Hoch, wie es brodelt und kocht und zischt, heraus aus den Felsenspalten, als wären im schäumenden Wellengischt finstere Höllengewalten. Und dort am Felsen, an jener Wand, der Fürst der Hölle, o Grauen, von einem Künstler dahin verbannt, auf ewig im Bild zu schauen. Diesem steinernen Mann, im Volksmund auch Inka-Kopf genannt, widmete Emma Haser die Zeilen: Im Felsgestein, hart am Straßenrand, gigantenhaft ein männlich Angesicht, aus dem der Urzeit stumme Sprache spricht und allen rätselhaft und unbekannt. Noch ist die 1930 mutwillig abgeschlagene Augenpartie sichtbar. Dieser Felsen im Bernecktal wurde bei einer Straßenerweiterung im Jahre 1957 zerstört, als er auf dem Transport zu einem neuen Standort auseinanderbrach. Jetzt bin ich hier noch bei einer alten Kapelle. St. Wendelin.
ringsrum Mauerwerk. Das finde ich auch immer spannend, sowas. Da war mal ein Eingang. Ja, den hat man zugemauert. Die Platten sollte man lupfen und gucken, was drunter ist. Ja?